Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Olli. Die fleißigen Zuschauer von euch haben es vielleicht mitbekommen, unser Roadtrip von Sydney nach Melbourne neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Der Camper hat top durchgehalten und bevor wir das Fahrzeug bei Apollo in Melbourne zurückgeben, machen wir noch einen kurzen Zwischenstopp auf dem Touristenmagnet schlechthin. Phillip Island sieht man schon im Hintergrund, dort kann man nicht nur kleine Pinguine am Strand beobachten, man kann auch Koalas in den Bäumen sehen. Wir zeigen euch quasi in dieser Folge den Gegensatz zwischen Natur und pulsierendem Stadtleben in Melbourne. Viel Spaß dabei! Von unserem letzten Campingplatz im Wilson's Promontory National Park fuhren wir knapp 2 Stunden in Richtung Melbourne. Phillip Island liegt unmittelbar vor der australischen Südküste und ist ein beliebtes Reiseziel für Tagesausflüge. Doch man sollte sich nicht nur die beeindruckenden Strände der Insel anschauen, sondern auch die verschiedenen Wildlife-Parks besuchen. Unser erster Stopp, das Koala Conservation Center, wo man einige der Pelzknäule entdecken kann. Normalerweise bin ich ja überhaupt kein Freund von einem Zoo oder irgendwelchen Parkanlagen. Hier in dem Rescue Center ist allerdings das Besondere, dass die Tiere eigentlich in freier Wildbahn leben, ihren kompletten Freiraum haben und nicht zur Schau gestellt werden. Das heißt, ihr könnt nicht hingehen, könnt euch einen Koala auf den Arm nehmen und damit ein Foto machen, sondern ihr könnt einfach Ausschau halten, ob ihr irgendwo einen Koala entdeckt. Die ganze Sache kann sich allerdings etwas schwierig gestalten, denn Koalas schlafen bis zu 20 Stunden am Tag. Koalas schlafen aber nicht so lange, weil sie so super faul sind, sondern um Kraft zu sparen. Eukalyptus wird nur schwer verdaut und ihm fehlt schlicht und ergreifend die Energie. Wieder was gelernt. Aber es gibt ja noch mehr, auch aktive Tiere zu entdecken. Koala, Koala, Koala. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Eine kleine Portion Nudeln auf dem Campingplatz und weiter zur Pinguinparade. Hier kann man Zwergpinguine am Summerland Beach beobachten, allerdings ohne Kamera. Auf nach Melbourne. Das sind ungefähr ein bisschen mehr als 100 Kilometer, etwas über eine Stunde Fahrt. Also quasi nicht wirklich weit weg. Wir hatten jetzt nur einen Nachmittag und eine Nacht auf dem Campingplatz. Bei dem Campingplatz ist es tatsächlich super wichtig, dass ihr früh genug bucht. Es gibt zwar wahnsinnig viele Campingplätze, das hat aber auch einen guten Grund. Da, wo viele Touristen rumrennen, da braucht man auch viel Platz, dass die Leute auch dort schlafen können. Also wirklich im Idealfall im Vorfeld buchen. Weitere Sache, wenn man sich dazu entschließt, was man definitiv machen sollte, eine der vielen Shows anzuschauen, hat man einmal die Möglichkeit, direkt vor Ort ein Ticket zu lösen. Man kann aber auch eine Art 3-Park- oder 4-Park-Pass kaufen. Das heißt, ihr zahlt weniger Geld, könnt euch aber verschiedene Parks anschauen. Gestern bei der Pinguin-Show, Wahnsinn. Diese kleinen Tierchen, die kommen dann so langsam mit der Strömung in der Dämmerung angespült, kommen tatsächlich auch erst nachts raus, weil sie aufgrund ihrer ja, empfindlichen Augen einfach tagsüber gar keinen Bock haben, sich diesen Lichtverhältnissen auszusetzen. Lasst bitte Handys, Kameras, egal ob mit Blitz oder ohne, einfach in der Tasche, genießt den Augenblick. Diese ganze Show an sich würde ich vielleicht gar nicht als Show bezeichnen, sondern es ist trotzdem eine Art Schutz für die Tiere. Und ich glaube, dass so ein Center wesentlich besser ist, als wenn dort, ja, keine Ahnung, hunderte von Menschen rumrennen, sich vor die Pinguine stellen, die Pinguine verscheuchen, irgendwie Bilder machen wollen, dann lieber irgendwo auf einer Tribüne sitzen, dem Ganzen still und heimlich zuschauen und das einfach mal genießen. Brighton Beach, hier stehen überall so kleine bunte Fischerhütten rum und das ist natürlich auch ein Touristenmagnet, hier werden wahnsinnig viele Fotos geschossen. So, wir haben uns jetzt durch den Stadtverkehr von Melbourne gekämpft, haben unseren Campingplatz erreicht, den haben wir ebenfalls im Vorfeld gebucht. Wir dachten ursprünglich, dass der noch ein bisschen zentraler liegt. Wir fahren jetzt mit dem Uber in die Stadt rein und lassen uns mal überraschen, was wir bei dem Wetter um diese Zeit noch alles so Schönes erleben können. Die einzige Sache, mit der ich hier in Australien niemals gerechnet hätte, ist, dass ich hier Heuschnupfen bekomme. Seit Phillip Island kommen ständig irgendwelche Pollen angeflogen, sagen Moin Olli, grüß dich, setzen sich in meine Nase, auf meine Augen und gehen mir so richtig auf den Keks.
Den besten Überblick über die Stadt mit knapp 5 Millionen Einwohnern bekommt man auf dem 297 Meter hohen Eureka Tower. In unmittelbarer Nähe liegt einer der Hauptverkehrsknotenpunkte Melbournes, die Flinders Street, und nach einem Abendessen in Chinatown mussten wir leider schon wieder zurück zum Camper. So Freunde, wir sind jetzt gerade aus dem Campingplatz rausgefahren, die letzten Meter, bevor wir den Camper bei Apollo zurückgeben. Wir haben gerade noch eine Kleinigkeit gefrühstückt. Jetzt schauen wir mal, dass alles reibungslos funktioniert bei der Abgabe und dass es da keine Probleme gibt. Das Gute ist, die Camper-Rückgabe ist relativ nah am Flughafen dran. Wir haben noch 5 Stunden knapp, bis unser Flieger geht. Von daher sollten wir zumindest nicht in irgendeinen zeitlichen Stress kommen. Achtet da auch drauf, dass ihr zum Teil in Melbourne im Stadtverkehr auch eine Weile brauchen könnt. Dass vielleicht die Camper-Rückgabe, bis ihr euer ganzes Zeug aus dem Fahrzeug rausgeholt habt, eine Weile dauern kann. Und rechnet euch da auf jeden Fall genug Zeit ein. Dem Straßenverlauf von State Route 55 für 6 Kilometer folgen. Natürlich haben wir jetzt auf die letzten paar Meter noch einen Balken Sprit verloren. Wir müssen jetzt nochmal zur Tankstelle fahren, weil wir das Fahrzeug natürlich voll wieder abgeben müssen. Ansonsten gibt es eine kleine Strafe. Wir müssen mehr bezahlen, als wir wollen, und das muss ja nun wirklich nicht sein. Kleiner Tipp noch am Rande. Direkt auf eurem Tacho, das müsste auch in Deutschland so sein, zumindest ist es bei mir so, habt ihr immer eine kleine Zapfsäule abgebildet und daneben ist ein Pfeil. Der zeigt euch immer, auf welcher Seite des Fahrzeugs der Einfüllstutzen ist. So Freunde, wir haben bereits im Vorfeld unsere ganzen Klamotten in den Taschen verstaut, haben alles fertig gepackt. Ronny ist gerade im Office drin, gibt den Schlüssel ab. Wir müssen jetzt schauen, dass wir einen Uber bekommen. Dann geht es noch eine Viertel bis halbe Stunde zum Flughafen, Sachen einchecken und dann fliegen wir leider Gottes auch schon wieder zurück nach Deutschland. Was ich davon halten soll, das werden wir sehen. Und zack, bevor man sich versieht, ist man wieder zurück in Deutschland. Ich kann euch sagen, die Zeit in Australien, und ja, es waren leider nur 14 Tage, ist wahnsinnig schnell vergangen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr über die Videos noch ein bisschen was mitnehmen konntet. Sei es, wie man den Camper übernimmt, auf was man in Australien achten muss oder vielleicht einfach nur, und das ist vielleicht sogar das Allerwichtigste, die Inspiration gefunden habt, euch selbst mal in so ein Abenteuer zu begeben. Dann wäre eigentlich auch schon alles geschafft, was ich mit diesen Videos erreichen möchte. Ich hatte es schon mehrfach gesagt, ihr könnt unsere komplette Reise im TUI Camper Magazin nochmal nachlesen. Den Link dazu packe ich euch unten in die Beschreibung mit rein. Dort einfach mal ein bisschen durchstöbern oder natürlich auf diesem Kanal euch nochmal wirklich alle Videos anschauen unserer kompletten Reise, ja, und einfach nochmal durchklicken. Das war's eigentlich auch schon. Ich werde jetzt so langsam aber sicher mal wieder ankommen, in den Alltag reinkommen, denn ich muss tatsächlich auch mal wieder ein bisschen was arbeiten. Und wir sehen uns dann hoffentlich nicht mehr so spät wie vor dieser kleinen Miniserie. Ich lasse mir neue Formate einfallen, überlegt mir, was euch interessieren könnte. Schreibt das auch gern unten in die Kommentare mit rein, so dass wir einfach zusammen auf diesem Kanal wachsen und dass ihr im Endeffekt auch wirklich was davon habt, diese Videos zu sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao, euer Olli.